So. Ja, ich bin auf dem Weg zu einem Termin, was ich so wahrnehmen muss. Und ich dachte mir, komm, weil ich erzähle euch die ganze Zeit, ja, ich habe zurzeit so viel zu tun und bla und blub. Und ich komme nicht dazu, Videos zu machen. Und ich dachte mir, ey, warum nutzt du nicht einfach mal die Zeit, während du unterwegs bist? Es regnet sowieso, Fenster sind zu, also es ist schön relativ leise. Ich habe hier eine GoPro Hero 6 oder 7 rumfliegen schon seit Ewigkeiten und meine andere Kamera ist ja irgendwie, also leicht kaputt, die ist nicht richtig kaputt, aber muss gemacht werden. Dachte ich mir, komm, probierst du einmal die GoPro jetzt hier aus, wie die so aufnimmt, wie die Stimme so ist, wie die Bildqualität so ist. Plus bietest du deinem Zuschauer einen gewissen Mehrwert. Und zwar möchte ich euch heute eine jahrzehntelange gemachte Erfahrung mitgeben, die euch jede Menge Ärger, Zeit und also gefühlswelttechnischer ärgerliche Situationen vermeidet. Keine Ahnung, wie ich auf diese Wörter komme manchmal. Kennst du, ich bin so am Nachdenken. Solltet ihr Frauen eure Gefühle mitteilen, ja oder nein? Und ich sage euch, es kommt auf das Alter der Mädels an, ob ihr das tun solltet oder nicht. Bei sehr jungen Mädels, ich meine, ich war ja auch mal jung und es gab früher auch so Zeitschriften, ich weiß nicht so, die jüngere Generation wird das wohl nicht mehr kennen, aber als ich noch ganz jung war, so was weiß ich, 10, 11, 12, 13, da gab es so eine Zeitschrift, die hieß Bravo. Und da gab es so ein Dr. Sommer-Team und da, das hat sich sozusagen um so zwischenmenschliche Gefühle oder das erste Mal mit einer Frau oder mit einem Mann um sowas gekümmert. Ja, da hat man als Jugendlicher, damals hat man noch Briefe geschrieben, Postkartenbriefe und dann waren die Fragen drauf und dann haben die das irgendwie in der Redaktion beantwortet. Ich sag mal so, was meine Erfahrung mittlerweile nach Jahrzehnten angeht, sieht es folgendermaßen aus. Bei sehr jungen Mädels, die noch nicht so viel Erfahrung mit Männern haben oder allgemein noch nicht so viel rumgekommen sind, wenn ihr versteht, was ich meine. Die vielleicht noch gerade mal ihren ersten oder zweiten Freund haben. Da könnte man ein bisschen über seine Gefühle reden, auch mal Gefühle zeigen, minimal so, ne? Nicht übertreiben, ne? Aber so ein bisschen minimal so seine Gefühle zeigen und mitteilen, okay, so und so sieht es bei mir aus. Sobald die Mädels aber so 16, 17, 18 aufwärts dann Richtung 20 und noch höher kommen, solltet ihr, ist natürlich eine Pauschalaussage, aber da solltet ihr ein bisschen vorsichtig sein mit Gefühle mitteilen und so weiter und so fort. Ich erkläre euch auch ganz kurz warum. Weil viele fragen sich, ja, du erzählst was, aber wo ist die Begründung, warum, wie kommst du da drauf? Und jetzt kommt die Begründung. Und das, was ich euch jetzt mitgebe, das habe ich, wie gesagt, durch jahrzehntelange Erfahrung, jetzt fange ich wieder, egal, durch jahrzehntelange Erfahrung, leider, die ich, damals gab es sowas wie YouTube halt nicht und diese Leute von der Bravo, Dr. Sommer Team, die haben diesen Part weggelassen, weil das nicht mehr so ganz, sag ich mal, zu dieser Jugendgeschichte passt und die wollten halt nicht zu viel erzählen, keine Ahnung, oder die wussten es vielleicht auch nicht besser, ich weiß nicht. Sobald Mädels ein bisschen älter werden, suchen sie nicht mehr diesen gefühlsstarken, sensiblen, süßen Boy, sondern dann suchen sie eher so den knallharten, gestandenen Mann, der nicht das Problem ist, sondern die Lösung. Und wie bist du das Problem? Du bist das Problem, wenn du ein zu stark gefühlskontrollierter Mann bist, weil du ja eigentlich in dem Sinne funktionsunfähig bist. Ich werde es noch mal ein bisschen detaillierter versuchen zu erklären. Ich habe mir von vielen älteren Leuten, so um die 50, 60 oder aufwärts, meine eigenen Landsmänner, Deutsche oder andere aus anderen Ländern, ich habe mir das angehört und ich habe das mit dem, was ich selber die letzten drei, fast vier Jahrzehnte Erfahrung, okay, das wäre übertrieben, sonst hätte ich ja schon als Kind Erfahrung mit. Nee, aber versteht ihr, jahrzehntelange Erfahrung und das, was ich so von älteren Männern, mit denen ich sozusagen darüber gesprochen habe, kombiniert habe, ist eine Frau, die in ein Alter kommt, wo sie eine feste Beziehung sucht und einen Mann fürs Leben,
sucht nicht unbedingt den 100% süßen, gefühlsbetonten, immer sensiblen, traurigen und erregenden bzw. mitgebenden Typen, der die ganze Zeit von seiner Gefühlswelt kontrolliert wird, sondern eher so den knallharten Mann, der genau weiß, wo es lang geht, der nicht selber das ein Teil des Problems ist, sondern ein Teil der Lösung ist. Du musst als Mann ein Teil der Lösung sein. Du musst Fakten schaffen, du musst Lösungen herbeiführen. Du sollst nicht so mit der Frau zusammen über deine Gefühlswelt zu viel reden und ja, und weißt du, und da war ich so traurig und dann war ich so unfähig, weil da war ich so traurig und dann konnte ich nicht und dann ging es mir nicht so gut und dann war ich so kränklich und so, verstehst du? Es hat zu lange gedauert, bis ich dahinter gekommen bin, aber das ist die 100% Lösung. Wenn du attraktiv auf Frauen wirken möchtest, es gehört viel dazu, natürlich das Optische, Körperliche, wie du redest, es gehören 20, 30 verschiedene Attribute dazu, attraktiv auf eine Frau zu wirken, aber die hier ist definitiv ein Teil davon. Du kannst nicht attraktiv auf eine Frau wirken, die schon etwas älter ist, wenn du die ganze Zeit so ein kränklicher, gefühlsbetonter, so Mimimi-Typ bist und was ich teilweise auch die letzten Jahre so ein bisschen gewesen bin, zu sehr mit, und jetzt kommt die knallharte Begründung ganz am Ende, wart's ab, das Sahnehäubchen, damit ihr versteht ganz genau, was ich damit meine. Ich war immer so der Typ, so ich habe noch diese Zeitschrift noch in meinem Kopf gehabt, da stand immer drin, ja, du solltest mit der Frau über deine Gefühle reden und alles ihr offenbaren und ihr erzählen und machen und tun. Der will, dass der Taximann einschert, deswegen hat er das mit dem Licht gemacht, weil der Taximann wohl hier abbiegen wollte und er hat die ganze Zeit darauf gewartet, dass er abbiegt. So, jetzt kommt die Begründung. Habt ihr schon mal eine Freundin gehabt oder allgemein eine Bekannte oder irgendeine Frau mal getroffen, die vor euch angefangen hat zu pupsen? Ich sag mal so, 98 oder 99 von 100 Männern, es gibt natürlich so Männer, die stehen wohl irgendwie drauf, aber ich nicht und ich glaube, sehr viele andere Männer sind bestimmt meiner Meinung, dass eine Frau, die pupst, einfach nur ja, eklig ist. Das mag man nicht, das ist nicht erotisch, das ist nicht anziehend, okay? Klar weißt du als Mann, natürlich pupst auch eine Frau, aber möchtest du das unbedingt mitbekommen und mitkriegen, aktiv mitkriegen? Natürlich nicht. Du weißt, als erwachsener Mann, als Realist, weißt du, okay, Frauen pupsen auch. Ja, natürlich. Ist auch okay so. Wir sind ja auch Menschen und die haben ja auch ihre Bedürfnisse und so soll ja auch so und so gut sein. Aber möchtest du als Mann das aktiv mitkriegen, wie eine Frau neben dir pupst? Nein. Frauen wissen sicherlich auch, dass wir Männer Gefühle haben und auch teilweise sehr gefühlsbetont sein können, wenn wir wollen. Aber möchte eine Frau, eine gestandene Frau, die einen Mann sucht, mit der sie ein Haus baut, mit dem sie Kinder kriegt, vielleicht Probleme im Leben aus dem Weg räumen will, möchte sie aktiv die ganze Zeit mitkriegen, wie du wie so ein weinerlicher und das ist so schwer und mir geht's nicht so gut und oh, meine Freundin hat mich verlassen. Das will eine Frau nicht. Glaub's mir. Ein Riesenfehler, was ich die letzten Jahrzehnte gemacht habe, war, mich zu sehr einer Frau gefühlsmäßig zu öffnen. Das ist ein Riesentabu und das ist eine 100% Sache. 100% ein Riesenfehler, wenn ihr das macht. Minimal hier und da. Ihr sollt jetzt zum Beispiel als Beispiel, ja, irgendwie ist ein Familienmitglied gestorben oder so, ne? Was weiß ich, Vater, Mutter, Opa, Oma oder irgendwie sowas. Natürlich dürft ihr da bisschen Gefühle zeigen und so, ist kein Problem, das ist ganz normal und so, alles okay. Moment, ich bin jetzt gleich aus dem Tunnel raus, dann können wir uns wieder in die Augen gucken oder ich kann ja nicht, ich muss auf die Straße achten. Aber ständig und überall über deine Gefühle reden, das möchte keine Frau. Also, wenn du das machst, dann wirst du am Ende als Mann ihre beste Freundin und nicht ihr Lover und jemand, mit dem sie, sage ich mal, eine Beziehung aufbaut, eine Familie gründet oder, sagen wir mal, was Erotisches anfängt.
Okay? Dieser Tunnel ist jetzt leider ein bisschen länger, aber ihr könnt mich ja trotzdem hören. Das heißt, Fazit der ganzen Geschichte, was haben wir daraus gelernt? Ja, natürlich weiß eine Frau, dass auch ein Mann oder sollte zumindest eine... Ich sag mal so, von 100 Frauen gibt es bestimmt 1, 2, 3, die erwachsen genug wären, zu unterscheiden. Ja, er redet mit mir über seine Gefühle, ja, er weint auch mal und so und dies und das. Aber deswegen ist das ja trotzdem ein starker Mann. Das können aber nur sehr wenige Frauen, sag ich mal, klar auseinanderhalten. Bei den meisten Frauen wirst du aber als Memme, als Heulsuse, als nicht Manns genug sozusagen kategorisiert. Ey, wie geil ist das denn? Ein Video, wo wir uns nicht sehen, aber wo wir uns hören. Ich hoffe, ihr seid noch dran. Bitte schreibt auch in die Kommentare, wer selbst jetzt, wo es dunkel ist, noch dran geblieben ist. Ich weiß nicht, inwieweit man mich sehen kann. Auf jeden Fall, sehr wenige Frauen können damit umgehen, wenn ein Mann über seine Gefühle öfter mal redet und auch mal weint und sehr gefühlsbetont ist. Die meisten Frauen, ich sag mal 90 bis 95 aus 100, also 90 bis 95%, gehe ich mal stark davon aus, wenn sie sehen, dass du ständig gefühlsbetont bist, zu viel weinst und so weiter und so fort, wirst du eher in der Freundeskiste landen. So von wegen, ja, wir sind jetzt beste Freunde und wir reden ab und zu mal über unsere Gefühle. Und wenn ich mal von einem Typen verarscht wurde, dann komme ich zu dir, weil du bist ja sehr gefühlsbetont, und dann reden wir mal drüber, weil du verstehst mich und du denkst so wie ich, du bist wie eine Frau, du heulst rum und du bist gefühlsbetont. Versteht ihr, was ich euch damit sagen will? Ich denke mal, bevor ich mich zum fünften Mal wiederhole, sollte man mit einer Frau über seine Gefühle reden. Ja, vielleicht minimal. Oh Gott, Alter, ich wusste es, am Ende geht's schief. Ja, vielleicht minimal hier und da bei sehr schwerwiegenden Dingen, da kann man auch schon mal Gefühle zeigen, aber im Großen und Ganzen solltet ihr eure Gefühle im Großen und Ganzen für euch behalten. Und wenn ihr irgendwelche Liebeskummer oder seelischen Kummer habt oder was, ey, ihr seid Männer, Alter, das haben wir alle. Niemand von uns allen ist sorgenfrei. Auch selbst der Millionär, selbst der Milliardär. Michael Jackson hatte Milliarden auf dem Konto. Mike Tyson hatte 500 Millionen Dollar auf dem Konto. Und trotzdem hatte der seine Sorgen. Versteht ihr, was ich meine? Deswegen, habt ihr Liebeskummer, seelische Sorgen, irgendwas, klärt das mit euch selbst. Kämpft, macht, tut, aber geht bitte nicht zu der Frau, von der ihr was wollt, und öffnet da euer Herz und fangt an, so eine Mimose zu sein und rumzuheulen und mir geht's so scheiße und komm her und ich brauch dich. Nein, mach das nicht, da bist du direkt raus aus der Nummer. Hast du direkt verkackt, die packt dich direkt in die Friendzone und dann hast du komplett verkackt. Und das ist jahrzehntelange Erfahrung, kombiniert mit der Erfahrung von älteren Leuten, mit denen ich gesprochen habe. Und ich hoffe, diese Videoreihe wird euch gefallen. Lasst mir sehr viele Likes da, beziehungsweise Kommentare. Und dann sehen wir uns die Tage wieder, wenn es um wieder Kraftsport oder andere Themen geht. Ja, ich versuche ja, sehr viele Bereiche abzudecken, dass wir öfter miteinander reden können. Alles klar. In diesem Sinne, besucht mich auf Twitch. Ich bin super aktiv auf Twitch. Ich streame jeden Tag. Und ich würde sehr gerne sehen, dass die Leute hier auch mal rübergehen auf Twitch. Dort heiße ich Akku Power Twitch. Zusammengeschrieben Akku Power Twitch. Und ja, lasst mir mal einen Sub da. Die Subs, wenn ihr Twitch Prime Kunde seid. Also wenn ihr Prime, Amazon Prime habt. Und ihr habt das mit Twitch verbunden. Dann habt ihr ein Sub pro Monat frei. Dann habt ihr ein Sub pro Monat frei und dafür zahlt ihr nichts zusätzlich. Deswegen, wer Amazon Prime hat und Twitch Prime somit hat, weil das kombiniert wurde, bitte ein Sub dalassen auf meinem Kanal. Ihr würdet mich super unterstützen. Und ja, vielen Dank fürs Zugucken. Checkt die Links in der Videobeschreibung. Dort findet ihr alles und wir sehen uns. Bis dann. Ciao.